In beiden Beispielen, die wir im letzten Video betrachtet haben, erfolgte das Abzählen mit einem gemeinsamen Prinzip, dem sogenannten Zählprinzip. Was es damit auf sich hat, schauen wir uns in diesem Video an. Das Zählprinzip besagt, hat man N1-Möglichkeiten für die erste Stelle, Stelle des Zahlenschlosses oder erster Schüler zu besetzen, N2-Möglichkeiten für die zweite Stelle und so weiter, bis schließlich NK-Möglichkeiten für die k-te Stelle, dann ist die Anzahl der möglichen K-Tupel, die sich daraus bilden lassen, gerade das Produkt der einzelnen Möglichkeiten N1 mal N2 und so weiter bis NK. Schauen wir uns das nochmal konkret an unseren Beispielen an. Beim Beispiel des Referats, das war das Beispiel 1.1, das waren die Referate, hatten wir drei Auswahlmöglichkeiten. Das heißt, wir haben die Anzahl aller drei Tupel gesucht und in unserem Fall war die Anzahl der ersten für den ersten Schüler 4, also N1 gleich 4, N2 war 3, N3, die Anzahl an Möglichkeiten für den dritten Schüler war 2 und die Gesamtanzahl, die sich daraus ergeben hat, war 24. Also gerade das, schreiben wir es nochmal ausführlich vielleicht, war gerade 4 mal 3 mal 2 gleich 24. Beim Beispiel 1.1.2, das war das Zahlenschloss, haben wir die Anzahl aller vier Tupel gesucht und die Möglichkeit für die erste Stelle war 10, die Anzahl an Möglichkeiten für die zweite Stelle war 10, die Anzahl an Möglichkeiten für die dritte Stelle war 10, die Anzahl an Möglichkeiten für die vierte Stelle war auch 10 und die gesamte Anzahl an Tupelmöglichkeiten war 10 mal 10 mal 10 mal 10, also 10.000 oder 10 hoch 4. Wir werden in Zukunft solche K-Tupel allgemein immer mit klein Omega 1, klein Omega 2 und so weiter bis klein Omega K bezeichnen. Und diese Omega Ks stehen für die Wahlmöglichkeiten. In unserem ersten Beispiel waren das dann die Buchstaben A bis D, die jeweils für Omega 1 eingesetzt werden konnten. Im Beispiel 2 konnte ich für Omega 1 bis Omega 4 in dem Fall jeweils die Zahlen zwischen 0 und 9 einsetzen. Und es spielt tatsächlich keine Rolle, ob ich das jetzt hier mit Komma oder machen wir es hier einheitlich mit solchen Trennstrichen jeweils einzeichne. Die Gemenge von allen diesen Tupeln, die hier auftauchen können, bezeichne ich mit so einem großen griechischen Omega. Das ist die Menge aller K-Tupel. Und wenn ich an der Anzahl, an der Größe dieser Menge interessiert bin, dann mache ich das mit solchen Betragsstichen. Das ist die Anzahl aller K-Tupel. Damit haben wir die Grundlage gelegt für all das, was wir jetzt an kombinatorischen Grundsituationen uns anschauen werden und gehen damit zum zweiten Abschnitt über.